Moin Amigos, moin zusammen, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. So, bis 2030 ist nicht mehr lange hin. Ich hoffe, ihr seid alle heiß und freut euch auf das Spiel. Mir geht's heute zum Glück etwas besser, deswegen kann ich das Spiel nachher sehr wahrscheinlich dann auch soweit genießen. Ich hoffe dann auch mit einem guten Ende für uns. Mein lieber Freund FC Fabio, ich grüße dich, mein Lieber, hat ja in der Vergangenheit, in den letzten vielen Wochen, ich glaube, mindestens zwei Videos zur Conference League rausgehauen und uns allen erklärt, detailliert, was uns erwarten wird an Einnahmen und so weiter und so fort. Ich habe dazu einmal ein kurzes Video angeschnitten gehabt, habe jetzt aber gerade noch ein bisschen Zeit und deswegen wollte ich das nochmal einmal ganz schnell kurz aufdröseln. Viele von euch kennen die Zahlen und die Summen, einige von euch haben es vielleicht wieder vergessen und andere wiederum wissen überhaupt nichts. So, und deswegen wollte ich euch dazu mal eben noch einmal ganz kurz aufklären und ja, das noch einmal runterreden, eben was uns erwarten wird an Einnahmen. Für das Playoff-Duell gegen Fair-War erhalten wir vom 1. FC Köln, aber auch Fair-War FC, einmal 750.000 Euro. Ist schon eine nette Summe. Sollte unser Spiel heute Abend restlos ausverkauft sein, was eng knapp werden könnte, würden wir rund 1,8 Millionen bekommen. Also generell ist das Rhein-Energiestadion ausverkauft, würde das dem FC ja um bei 1,8 Millionen einbringen. Erreichen wir in diesen zwei Spielen gegen Fair-War FC, Entschuldigung, tatsächlich die Gruppenphase, würden wir dafür nochmal 2,94 Millionen einnehmen. Das macht dann zusammen mit dem, also mit dem Antrittsgeld, mit dem Heimspiel bis zu 1,8 und diese 2,94 Millionen sollten wir die Gruppenphase erreichen, 5,49 Millionen. So, sind wir dann in der Gruppenphase und unsere drei Heimspiele sind auch ausverkauft mit rund 1,8 Millionen, wären das insgesamt ja auch nochmal 5,4 Millionen, die halt nochmal dazu kommen. Ne? Sind wir in der Gruppenphase und gewinnen wir, bekommen wir pro Sieg 500.000, pro Unentschieden 166.000. Sollten wir sogar die Gruppenphase als Erster ja, gewinnen, bekommen wir 650.000. Sollten wir Gruppenzweiter werden, bekommen wir 325.000. Der dritte und viertplatzierte geht wohl leer aus. Da gibt es dann wohl ja, keine Prämieneinnahmen. Die Playoff- und Gruppenphasenspiele, nur die Zuschauereinnahmen, würden sich dann auf, lass mich eben rechnen, 7,2 Millionen belaufen. Kommen wir sogar bis ins Finale, können wir nur an Zuschauereinnahmen um die 12 Millionen plus ja, damit rechnen oder gar einnehmen, ne, wenn jedes Spiel dann auch bestenfalls natürlich ausverkauft ist. Bis ins Finale wären es dann, wie gesagt, diese 12 irgendwas, 12, 6 oder sowas, inklusive der K.O.-Spiele denn natürlich. Ne? Also jetzt nicht nur Gruppenphase, ist ja klar, es gibt ja noch das Viertelfinale, Halbfinale, was halt noch hinzukommt. Und diese beiden zusätzlichen Heimspiele würden dann die Einnahmen auf 12,6 Millionen dann, ja, ansteigen lassen, was ja beachtlich ist. Sollten wir ins Finale einziehen, gibt es 1 Million. Schaffen wir es sogar bis ins Halbfinale, gibt es 2 Millionen. Kommen wir ins Finale, gibt es nochmal 3 Millionen, jeweils extra. Und der Gewinner im Finale bekommt nochmal, ja, weiß ich nicht, wie man auf diese Summe kommt, aber der Gewinner bekäme dann halt nochmal 2 Millionen. Ne? Also ins Finale kriegen beide 3 Millionen und der Gewinner, der das gewinnt, kriegt dann nochmal 2 Millionen. Der Verlierer anscheinend gar nichts. Ne? Das ist dann halt auch ja, ein bisschen fragwürdig, ne? Warum denn da der Zweitplatzierte nichts kriegt. In der Gruppenphase kriegt der Zweitplatzierte ja auch was. Oder das wird jetzt nicht aufgeführt, weil ich habe jetzt gerade dazu nichts gefunden. Also, nur die Zuschauereinnahmen können ja, bestenfalls zwischen 12 und 15 Millionen liegen. Und die Prämien, die man bekäme durch die Siege, durch Einziehen ins Viertelfinale, durch Einziehen ins Halbfinale, durch Einziehen ins Finale und Gewinnen, würden sich dann auch nochmal bei 15 Millionen ja, hochschrauben. Also kann man bestenfalls um die 30 Millionen einnehmen. Gut, wir sind ja alle nicht wahnsinnig und irgendwie verblendet und realitätsfern. Von daher gehen wir mal davon aus, dass wir in die Gruppenphase einziehen und dann wirklich um Platz 1, 2 mitspielen können und dann bestenfalls weiterkommen. Und dann im Viertelfinale müssen wir mal gucken, auf wen wir dann treffen. Ne? Weil es kann immer noch sein, dass da Europa League-Gegner irgendwie runterrutschen und dass wir dann uns da gegen härtere Brocken messen müssen, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Ne? Sollten wir in die Gruppenphase einziehen und als Dritter oder Vierter ausscheiden, würden sich alle Einnahmen, die ich jetzt ja, runtergebrochen habe hier, sich so auf 10 bis 12 Millionen belaufen. Also selbst das wäre noch super.
Und dieses Geld brauchen wir natürlich dringend. Und ja, damit können wir dann letztendlich auch leben. Aber wenn wir in die Gruppenphase einziehen und je nach Gegner, die wir haben, dann will man auch Erster oder Zweiter werden. Dann will man sich messen, völlig egal, ob das ein großer Gegner ist, ein sehr großer Gegner ist oder Gegner auf Augenhöhe. Da will man dann auch tatsächlich Erster oder Zweiter werden. Ja, maximal 30, schlimmstenfalls 10 bis 12 Millionen. Kann man eigentlich auch mit zufrieden sein. Ne? Aber diese ganzen Prämieneinnahmen, die sind eigentlich ein Witz im Vergleich zur Europa League und erst recht zur Champions League. Also wenn man jetzt mal sieht, ohne die ganzen Zuschauereinnahmen kannst du irgendwie 15 Millionen gewinnen. So ein Champions League-Teilnehmer kriegt alleine, nur weil er in der Champions League mitspielt, 15 Millionen. Also da hinken die Verhältnisse komplett. Ne? Klar, diese Conference League ist mehr für die etwas kleineren Gegner. Gegner sage ich schon, für die etwas kleineren Vereine, die halt auch irgendwie international spielen können, die dann so kurz vorm großen Coup, Europa League meinetwegen, gescheitert sind, die können dann da an ihrem, weiß ich nicht, ja, anderen Cup halt mitmischen. Ich will das jetzt auch gar nicht so schlecht runterreden, weil wir Kölner sind ja jetzt selber dabei und ja, aber das steht in keinem Verhältnis. Also Champions League ist hier, dann kommt erstmal gar nichts und dann kommt meinetwegen hier die Euro League und dann kommt wieder mindestens das Gleiche nochmal. Und dann kommt halt erst die Conference League. Ne? Gut, ich hoffe, ich konnte das halbwegs verständlich rüberbringen, welche Summe uns erwarten wird. Ja, freuen wir uns auf heute Abend, freuen wir uns darauf auf nächste Woche, auf das Rückspiel, wobei Frankfurt ja auch noch dazwischen liegt. Und dann freuen wir uns zumindest, dass wir dann bestenfalls in der Gruppenphase sind und dann klingelt das auch etwas mehr in der Kasse. Und ja, damit lässt sich das dann auch leben und dann kann man spätestens dann nächstes Jahr im Sommer, wenn wir natürlich in der Liga bleiben, denn das ist das Allerwichtigste, dann da nochmal irgendwie nachlegen. Aber diese ganzen Einnahmen, die wir jetzt erzielen werden, die gehen eh halt in die Käufe, die wir getätigt haben durch Tigges, Adamian Martel. Wir müssen da ja in Raten zurückzahlen. Und wir müssen bedenken, dass wir vielleicht einen Skiri vielleicht doch behalten möchten. Dem kann man ja dann auch noch einen Vertrag anbieten, wenn er denn bleiben möchte. Hübers ist auch wichtig, Hector. Ne? Also da gibt es genug Spieler, die wir gerne natürlich auch im übernächsten Jahr oder in der übernächsten Saison dann bei uns ja, haben möchten. Ne? Also vieles wird natürlich auch reinvestiert und nicht jetzt irgendwie für irgendwie Stürmer A, den ich vielleicht gerne noch hätte, jetzt bis zum 31.08.-1.09. Aber vieles müssen wir da auch in Verbindlichkeiten wieder reinstecken, damit wir da von unserem, wie auch immer, Verbindlichkeiten, Schuldenberg halt ja, wieder was abstottern, damit der halt auch niedriger wird. Gut, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Haltet durch und für nachher im Stadion oder live vom Fernseher ganz viel Spaß. Feuert die Jungs an. Ja, nichts ist schöner, den FC live sehen zu können. Also genießt das. Fabio, du ganz besonders im Stadion. Ich bin schon ganz gespannt auf dein Video und auf deinen Vlog. Ja, lass es dir gut gehen und alle anderen Fans, die auch eine Karte bekommen haben, ja, feuert die Truppe für mich mit an. Denkt an mich, das wäre schön. Ich denke an euch. Ich genieße das. Im Stillen, dass ihr da live dabei sein könnt. Ich werde früher oder später natürlich auch mal live im Stadion sein. Muss ich mich mal schlau machen oder mich mit dir, Fabio, mal zusammensetzen. Dann besuche ich nämlich dich und dann gehen wir nämlich mal zusammen ins Stadion. Ne? Das wäre doch was. Gut, bis heute Abend, bis nach dem Spiel. Ne? Haut rein, bis dahin. Tschüss.